Guten Tag, herzlich willkommen. Mit leichter technischer Verspätung begrüße ich Sie. Herzlich willkommen zu dem Führungsworkshop. Beziehungsweise der Recherche zum Führungsworkshop. Können wir auf diese Kamera hier zurückschalten? Paul, der Paul Dorloff ist da. Das wird super jetzt. Schön, dass ihr alle am Start seid. Hallo Chat. Ich habe schon gehört, Eddie hat einen richtig guten Moin gemacht. Ich habe nur gelesen, er wird immer mehr zu Harald Schmidt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht? Also Harald Schmidt ist schon eine Koryphäe, so ist nicht. Aber er hatte auch Höhen und Tiefen. Bin gespannt, wie ihr das gemeint habt. Was mache ich jetzt hier? Eigentlich sollte es ein bisschen Gag sein, aber eigentlich soll es auch ernst gemeint sein, weil ich habe nächste Woche einen internen Führungsworkshop. Da kommen alle netten Kollegen zusammen, die eher in führenden Positionen am Start sind. Und ich habe einen gewissen Part, das ist alles durchstrukturiert, das Ganze geht ein paar Stunden und ich bin nicht der Einzige, der in dieser Runde so einen Workshop teil übernimmt. Also ich bin einer von drei Personen, die hier bei uns intern einfach so ein bisschen was über Führungsstile, Führungsmechaniken und so einen Kram berichten. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein nettes Thema. Warum denn eigentlich nicht? Warum nicht einfach mal mit euch teilen? Und warum nicht einfach live failen, wie ich meine Recherche dazu mache? Denn das Thema Führung, gerade jetzt im großen digitalen Transformationszeitalter von ganz vielen Firmen, das ist ein sehr, sehr großes Thema und da gibt es sehr viel Kram, den es abzuchecken gilt. Paul, bist du jetzt hier? Ah nee, moin. Na? Klappt das hier? Nee, ne? Schade. Wir versuchen immer noch meinen Rechner ranzukriegen, aber es funktioniert nicht so ganz. Also Führungsthemen, was bedeutet das eigentlich? Hierarchische Strukturen, Dominanz, das sind alles so Themengebiete, die früher vielleicht ganz gut funktioniert haben. Also ganz klassisch, oben ist ein Chef oder ein Gremium und alles, was da oben entschieden wird, flackert runter und jeder muss tun und machen. Es gibt Bewertungsgrundlagen und so einen Scheiß. Das ist eine Struktur, die immer noch funktioniert, die immer noch
häufig angewandt wird. Aber bei Rocket Beans, glaube ich, brauchen wir andere Strukturen. Und wir wollen auch andere Strukturen. Und ein Thema, was mein Thema ist, wo ich ein bisschen gepaukt habe, ist Emotional Intelligence. Das bedeutet einen modernen Führungsstil. Das ist weniger selber die Skills haben und alles selber machen und ein Bewertungskriterium insgesamt, ein System aufzubauen, um damit seine Kollegen oder vielleicht auch seine Arbeitnehmer, wenn man so möchte, zu bewerten und dadurch zu lenken, sondern da geht es dann eher darum, die Leute selber ein Umfeld zu bauen, wo sie selber besser sind als der Chef. Und diese ganz großen, tollen Superchefs hier, wie sie nicht alle heißen, von Tencent oder von, was weiß ich, Amazon und Co., die sagen halt tendenziell immer, da gibt es extrem viele Bücher drüber, Empowerment ist eigentlich das neue heiße Ding in Führungsstrukturen. Empowerment bedeutet nichts anderes, warum sollte ich alles wissen? Ich kann nicht alles wissen. Ich habe Spezialisten, die alles wissen oder die besser alles wissen sollten und die muss man fördern. Und das ist einfach ein Thema insgesamt, was ich vorbereiten werde. Und es ist immer ganz lustig, mein Ding, so wie ich an diese Sachen herangehe, ist dann meistens, ich gehe erstmal ins Netz und gucke, was gibt es eigentlich? Oder ich lese halt Bücher darüber. Artikel, Studien und all diesen ganzen Scheiß. Da hatte ich was rausgesucht und ich suche es gleich einfach mit euch zusammen raus. Ey Mann, es ist Hengi Hauptzentrale. Und werde mit da einfach diesbezüglich mit euch aber ganz viel Quatsch machen. Ballern stehe ich. Neuland, lernen. Bei mir hat letztens einer geklingelt, der hat mir genau das Gleiche erzählt und am Ende sollte ich ihm einen Staubsauger abkaufen. Schreibt Sayonara 232. Fuck, ich wollte euch Staubsauger verkaufen. Okay, also scheinbar funktioniert das mit meinem Rechner nicht. Dann werde ich das irgendwie anders klären. Ach, was weiß ich denn? Hier, wir schalten. Paul, schalt mal darauf, auf diese da oben, wenn du kannst. Da. Wir machen jetzt Hengi-Zentrale. Jetzt muss ich erstmal meine schöne, lustige Musik raussuchen. Ah! Jetzt sieht man mich ja gar nicht, ey. Das ist nicht so schlimm. Doch, bin ich. Ja, sieht man das oder was? Ah, da! Rot ist heiß, ne? Rot ist der heiße Scheiß. Das ist ja gut. Die Maus geht nicht. Na! Alles ist kaputt. Nichts funktioniert. Ist nicht so schlimm, aber. Das ist alles nicht so schlimm. Jetzt will nur meine Maus hier irgendwie nicht. Warum denn nicht, frage ich mich gerade. Oh, meine Maus klappt nicht. Dann hole ich mir eine andere Maus. Es ist Hengi, Hauptzentrale. Ihr seid selber schuld. Ich weiß noch nicht mal, wie lange ich das hier mache. Wenn gar nichts klappt, klappt gar nichts. Ist auch nicht so schlimm. Ist alles nicht so schlimm. Hört ihr mich noch? Ja, guck weiter. Guten Tag, ich muss mir eine Maus klauen, Matze. Mein Führungsworkshop live funktioniert richtig gut. Ist technisch einwandfrei, gar kein Problem. Schön, dass du lachst. Boah, Arsch. Ich hoffe, keiner der Kollegen guckt zu, sonst verrate ich denen ja alle krassen Geheimnisse und so einen Scheiß. Ich habe mir vorgenommen, einfach insgesamt, wenn ihr jetzt hier einfach am Start seid, ein bisschen über das Thema zu labern. Warum denn eigentlich nicht? Und ich hätte eigentlich auch Lust gehabt, das mal mit Arno zusammen zu machen. Arno, unser Geschäftsführer. Denn, das wissen viele Leute nicht, ich war selber mal 3 Jahre Geschäftsführer von diesem Bums hier. Und dann habe ich mich entschieden und durch ganz viel, Arno hat mir sehr, sehr viel beigebracht, aber ich habe mich dann schlussendlich entschieden, ey, weißt du was, ich bin kein Geschäftsführertyp, schaffe ich nicht. Bin einfach nicht geeicht, ich bin nicht fähig, ein klassischer Geschäftsführer zu sein. What the fuck, das klappt einfach nicht. Gib mir 2 Sekunden, ich bin noch nicht mal fähig, die scheiß Maus anzuschließen. Jemand, der keine Maus anschließen sollte, sollte wahrscheinlich nicht, irgendeine führende Position haben. Theoretisch zumindest. Aber das werden wir gleich gemeinsam über das Internet checken. Und wer diese Seite noch nicht kennt, der sollte sie kennenlernen. Slideshare.net. Das ist etwas, was ganz prima ist. Da gibt es nämlich schlaue Leute, die was von sich halten. Die glauben immer, es geht. Es ist alles kaputt, Leute. Es ist alles kaputt. Tim, sag doch mal was über das Thema Führung, bitte. Die Maus funktioniert einfach nicht gerade. Hast du einen USB-Verlänger oder wir mappen gerade hier PC1 nochmal um. Oh, fick! Fuck! Fuck! So, PC1, wartet mal hier, ich habe eine tolle Idee. Pass mal auf hier. Ich brauche euch nicht. Ich kann das alles, habe ich alles. Alles, ich brauche, ja, ich, doch, ich brauche euch. Ist das so? Mhm, aha. Ja, warte doch mal hier, guck mal. Einfach selber, immer alles selber machen. Das ist meine Lehre von heute.
immer einfach alles selber machen. Und die Maus funktioniert. Was macht ihr denn jetzt hier noch? Nee, mein Rechner funktioniert nicht. Das funktioniert überhaupt gar nicht. So, und jetzt schalte ich mal die Keule hier an, damit man euch auch noch hört, ne? Paul, kannst du die Keule anmachen? Hallo, check, check. Es ist sehr unangenehm, jetzt euch dabei zu beobachten, oder was? Aha. Wenn dieses technische Rack eine Firma wäre, was wäre eure Position jetzt gerade? Du musst den Lenken. Herzlich willkommen zum Rocket Beans Führungsworkshop. Es kostet sehr viel Geld, mindestens aber die Abnahme von 3 Staubsaugern. Okay, Paul. Na gut. Okay, jetzt bauen sie hier alles auseinander. Das, ihr seid ja krass. Komm, dann, ich mach einfach trotzdem weiter. Ich lade schon mal ein bisschen diese lustige Musik runter, damit ihr auch hier was bekommt. Hänge Hauptzentrale ist nicht nur für irgendwelche Let's Plays da, sondern halt für so einen Scheiß. Wir bauen einen Rack zusammen zum Beispiel. Das ist unser heutiges Thema. Okay, so. Jetzt gucke ich mal, wie ich hier auf den Bums komme. Ich habe nämlich schöne Musik vorbereitet, das ist was ganz Wichtiges. Wo ist Strom an welchem Ding? Ernsthaft jetzt? Doch visuell ja. Oh, ihr seid ja echt. Was geht, ey? Ihr seid ja richtig gut. Wie? Was ist? Das war nur ein Gag. Wie jetzt? Jetzt klappt's. Aber was war denn jetzt der Fehler? Paul hatte die Idee. Das heißt. Ja. Also wir haben jetzt noch einen Konverter vor dem anderen Konverter. Also das heißt, wir haben einfach einen doppelten Konverter am Start und der wiederum hat es hingekriegt, das visuelle Signal meines MacBooks jetzt in unsere Regie reinzukriegen, richtig? Ja. Okay, ja. Alles klar, das nehme ich also. Dankeschön, Männers. Danke sehr. Führungsworkshop. Okay, also. Führungsworkshop. Herzlich willkommen. Die Musik fehlt noch. Scheiße, jetzt muss ich auch schon wieder. So, jetzt. Paul, bist du am Start? Ja, ne? Du bist am Start. Ich gucke, ob hier alles soundtechnisch dabei ist. Ich habe nämlich ein spezielles Lied ausgedacht, was ich wichtig fand, was ausdrückt. Wie jetzt eine Gehaltserhöhung eigentlich? Wie? Nein, natürlich nicht. Fuck off, Alter. Fuck off. Ich glaube, wir müssen Werbung machen, Buddy. Nein, noch nicht. Nicht, nein, keine Werbung machen. So, ich mache jetzt ein Lied an. Das ist nämlich ein wichtiges Lied. So, mal gucken, ob das jetzt... Internet geht nicht, wir müssen wiederkommen. Hört ihr was? Ich höre nichts. Ist es schon wieder ein technisches Problem? Ich höre auch nichts. Ihr hört auch nichts. Alter, ich kotze hier, ich kotze im Strahl. Ich habe alles richtig eingestellt. Also, ein Ding, was ich gleich schon mal aufschreiben will, ist, dass es integriert, das ist HDMI. So, jetzt müsste eigentlich alles da sein. Kommt nichts, ne? Bei dir an? Großer Paul? Also bei dem Wii stellen? Hab ich getan. Was soll ich neu starten? Nein, das muss man ja nicht, oder? Das muss man ja nicht eigentlich. Manchmal geht's doch. So, ich gucke. Nee. HDMI, Konverter. Also nö, will er einfach tatsächlich nicht. Schade. Das läuft ja schon mal richtig gut. BMD HDMI Lautstärke in der Menüleiste anzeigen, ja. Ach so, das ausgewählte Gerät hat keine Ausgabesteuerung, deswegen geht es nicht, sagt er mir hier. Verdammte Abfuck-Scheiße. Ja, dann geht das nicht. Dankeschön, Paul. Aber wir haben ja den anderen Rechner noch, ne? So, warte mal, ich mach das alles richtig geil. Passt mal auf hier. So. So, diese Musik müsste aber laufen, ne? Hört ihr was? Paul? Ja, ja. Geil. Ich fange nochmal von vorne an. Kannst du nochmal das Intro laufen lassen? Ja. Danke.
Herzlich willkommen zu dem heutigen Rocket Beans Führungsworkshop. Führung ist ein wichtiges Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Nur als Kollektiv können wir gemeinsam bestehen und schwere Task-Probleme lösen. Wie wir eventuell gerade gelernt haben, muss man einfach nur einen zweiten Konverter benutzen. Aber das ist nicht alles, was wir brauchen, um sinnvoll als junges, frisches Startup in die moderne Welt der Gesellschaft uns auch finanziell und wirtschaftlich zu integrieren. Denn Kultur ist nicht alles. Nein, auch Arbeit ist etwas Wichtiges. Und das ist das Thema, was ich heute mit Ihnen bearbeiten möchte, beziehungsweise ich gehe mit Ihnen gemeinsam auf eine Reise. Auf eine Reise in die Recherche zu dem Thema Führungsworkshop, weil ich habe doch selber keine Ahnung. Mein Name ist Daniel Budimann. Bin seit 16 Jahren in der Medienbranche tätig, war zwischenzeitlich Geschäftsführer, habe aber gedacht, fuck off. Und habe es dann gelassen. Dann habe ich Head of Strategy gemacht, was theoretisch eine Führungsposition ist, aber ich war der Einzige in der Abteilungsstrategie. Angedockt daran war ein anderer Kollege, der hat Transformation und Strategie wiederum gemacht. Aber eigentlich hat der mich mehr geführt. Also das ist so das Ding, ich berichte sozusagen aus den Fehlern, damit andere lernen können. Das habe ich gelernt in einem Buch. Ich habe den Autor leider vergessen, aber er ist erfolgreich. Er ist Chef von Amazon. Und ich habe es in einem Interview auf YouTube gesehen. Führungsworkshop. Was brauchen wir? Was sind die Key-Punkte, wenn es um Führung geht? Es gibt verschiedene Klassifikationen, wie man das heutzutage erkennen sollte. Transformation, genau. Sy-8-Ra, Jeff Bezos heißt der Lappen. Das ist richtig, ja. Ich habe gedacht, ich mache einen Gag draus. Also, ich fange mal an. Ein altes System, Doppelpunkt, das ist folgende Struktur. Top-down, hier oben hat man theoretisch die Führung, ganz oben an der Spitze, Pyramide. Hier ist Ra, das sehende Auge, ne? Oder das Auge Mordors. Man kann ganz viele verschiedene visuelle Geschichten und auch Analogien finden dazu. Ich muss das Lied nochmal neu starten, damit es passt. Hier unten, da wo die lange Linie ist, da ist sozusagen jetzt wirtschaftlich gesprochen der Abschaum. Da sind auch meistens ganz viele Leute. Kommt auf die Größe der Firma an. Also dieses Dreieck ist die Firma. Und dieser Strich soll bedeuten, das ist der Weg der Arbeit. Und hier ist die Führung. Und ich lasse sie erstmal, also das sind die krassen Dudes. Und die geben wiederum, also die Arbeit geht von unten nach oben, aber die Entscheidung und die gehen nach unten. Also das ist sozusagen Entscheidung. Oder eigentlich die modernen Führungskräfte machen alles auf Englisch, deswegen mache ich Decisions. Decisions. Arbeit heißt auch nicht Arbeit, sondern Work auf Englisch. Und es ist so, dass manchmal gibt es halt auch Zwischenebenen, ne? Sowas hier zum Beispiel. Es sieht aus wie eine Toblerone, aber es ist keine Toblerone, sondern es ist ein altes System, wie man arbeitet. Also hier unten hat man die Arbeitnehmer und hier oben hat man meistens die Arbeitgeber in der Führung sitzen. Und sie geben die Decisions von oben nach unten, damit das in einem regen Austausch von unten nach oben wiederum zurückgespielt wird. Und das Ganze ist dann halt Fat Cash. Das ist eigentlich so das alte grundsätzliche Prinzip. Das Problem an diesem veralteten Bild ist, also hier hat man theoretisch dann noch so andere, hier kann man ganz viele Linien reinmalen, wenn man Linien malen kann. Und hier hat man dann andere Leute, die theoretisch dann auch führend sind, weil die Führung geht von oben nach unten. Und oben hat man meistens, wie zum Beispiel Louis XIV, eigentlich nur eine Person. Und die dann nach unten hin alles, die Musik ist zu laut, okay, scheiße, wieso sagt ihr das denn nicht? Nein, ist sie nicht, okay. Die Regie nimmt das nicht ernst. Er nimmt das ernst, das ist ein wichtiges Thema. Also hier oben hat man einen krassen Typen. Der hat zufällig Schlitzaugen.
Manchmal sind es aber auch mehrere. Also es ist halt so, ich muss die Musik neu einstellen. Scheiße. Ich mach mal ein anderes Lied an. Ne? Das ist, vielleicht ist das. Vielleicht brauchen wir irgendein. Ich kenne das Lied nicht, was jetzt kommt. Ich mach's einfach an. Die Musik passt nicht. Das ist keine gute Musik für das Thema. Dann mache ich jetzt Wine and Sublime. So. Also ich mal die Männchen jetzt hier noch aus. Also das ist nur natürlich nur ein theoretisches Bild. Das ist alt. Warum ist das alt? Ich erkläre euch jetzt eines der größten Probleme der digitalen Transformationsphase, in der viele Firmen gerade stehen. Diese Führung hier oben, ich kreise diesen Bereich mal leicht ein, ist in vielen Fällen alt und gesättigt. Alt und gesättigt heißt, sie haben sehr viel Geld erlangt und müssen sich nicht mehr bewegen. Sie sind still, starr. Aber der gesamte untere Bereich hier, der die eigentliche Arbeit macht, der sich weiterbilden muss theoretisch und in guten Firmen auch gefördert wird, der ist meistens jünger und dadurch bekannter mit neuen Technologien und auch neuen Plattformen. Und damit meine ich gar nicht nur die reine Kommunikation, sondern auch tatsächlich so die Denkweise. Es ist alles weniger produktorientiert, sondern mehr prozessorientiert. Da gebe ich gleich nochmal ein Beispiel. Und diese Diskrepanz zwischen diesem unteren Bereich, sag ich mal, und diesem oberen Bereich führt dazu, dass hier unten der Skill sitzt. Hier unten ist die Technologie, hier unten ist sozusagen das Wissen, wie man heutzutage eigentlich Sachen machen sollte. Aber der Datentransfer von unten nach oben funktioniert nicht. Alt bedeutet top-down. Top ist Englisch, heißt oben, und down ist auch Englisch und bedeutet unten. Das heißt, von oben nach unten gibt es die Entscheidung und die Information und von unten nach oben kommt die Arbeit. Das ist alt. Und tatsächlich ist das so bei den Pyramiden damals. Ne? Als die Pyramiden damals gebaut wurden, war das ja theoretisch auch so. Da sollte ja dann ja ein Typ eigentlich drin liegen oder vielleicht eine Familie oder sowas. Die Arbeit haben natürlich die Sklaven gemacht. Das war natürlich zu den damaligen Zeiten vielleicht auch okay, weil sie dann halt drum um die Baustelle, die dann einfach mal auch ein paar Jahrzehnte vielleicht auch mal ein bisschen länger gedauert hat, je nachdem, welche Pyramide gebaut wurde, die haben da halt auch ein bisschen Essen gekriegt, aber halt auch Peitschenhiebe, damit die halt ein bisschen sputen. Aber schlussendlich haben die von unten nach oben alles gebaut, während oben die Typen nur gesagt haben, na, die Pyramide sieht nicht so geil aus, wir müssen die leider nochmal neu bauen. Das war früher so. Ich muss die Musik neu machen. So, das ist alt, ne? Hier, alt. Neu aber. Und das ist der heiße neue Scheiß. Und da habe ich überhaupt keinen Plan von. Deswegen sind wir hier gerade in der Hanging-Hauptzentrale, damit ich mir im Internet Sachen kopieren kann. Neu dagegen sind prozessorientierte Arbeitsmechanismen, Strukturen, die der heutigen digitalen Zeit angepasst sind. Und das merken wir. Viele von uns merken das als reine Konsumenten. Es ist nicht mehr das shiny Produkt, was irgendwo an einem Fließband gebaut wird, einen Fixpreis hat und wir kaufen es und sind zufrieden. Nee, so ist das nicht. Alleine Steam oder Early Access oder Kickstarter zeigen eigentlich schon eine digitale Transformation. Eine Leistung, ein Prozess oder die Leistung am Prozess wird mehr bezahlt, das ist moderner Ansatz, als ein komplett fertiges Produkt. Nun denken natürlich nicht alle Konsumenten so, aber wir sind ja gerade sozusagen an dieser Schwelle zu dieser Transformation hin, dass alte Arbeitsweisen vielleicht gar nicht mehr so gut funktionieren, weil auch die Konsumenten da draußen oder in dem Fall auch die Zuschauer vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt nur ein fertiges Produkt haben wollen. Vielleicht haben die auch Bock mitzumachen. So wie bei Rocket Beans. Eventuell, theoretisch, weiß man noch nicht. Kommen wir später zu. Ist auch interner. Kann ich hier nicht ausplattern, sonst werde ich gefeuert. Neu also. Ich bin vielleicht ein bisschen aus... Ja, ich sag mal. Neu, unter anderem, ja, ich zeige extra dieses alte Beispiel, ist keine Pyramide mehr. Theoretisch zumindest nicht. Theoretisch. Man könnte auch eine Pyramide malen. Aber pass mal auf. Neu sind drei Kreise. Ist das nicht crazy? Vollkommen verrückt. Sieht man das? Ja, sieht man. Ja. Jetzt pass mal auf. Hier kommt ein Pfeil hin. Büp. Hier kommt ein Pfeil hin. Büp. Ich muss neue Musik anmachen. Ah, ich könnte eigentlich eine Playlist einfach laufen lassen. Wie ist denn eigentlich damit? Warum mache ich denn das nicht? Mach ich einfach jetzt. So. Und hier kommt ein Pfeil hin. Das sieht visuell schon anders aus als das alte System. Also man muss noch gar nicht in die Materie hineinkommen.
sondern man kann auch visuell schon entscheiden, ein Dreieck ist anders als ein Kreis. Das sind drei Elemente. Warum drei? Kann ich vielleicht später kommen. Meine Theorie ist aus Videospielen. Die Leute, die das hier gebaut haben, die haben Videospiele gespielt und man weiß natürlich, bei Videospielen gibt es immer drei Phasen bei Endbossen. Immer. Das ist nichts Neues. Für mich ist das alter Scheißkäse. Aber nehmen wir jetzt einmal einfach an, das Produkt, was gebaut wird, oder vielleicht die Marke, die gebaut wird, das sind Sachen, die sind langlebiger. Also es ist nicht mehr das Auto, so die großen damaligen Marken, die es gab und die sehr viel Geld verdient haben, waren halt oftmals irgendwelche großen Automarken oder Chemiekonzerne oder sowas in der Art. Heutzutage sieht das ein bisschen anders aus. Na, die, was gibt es denn an digitalen großen Firmen da draußen? Die Top 4, die kennt eigentlich auch jeder. Westlicher Markt sowieso, Amazon natürlich, ne? Dann Alphabet oder Facebook natürlich, kennt man auch. Wobei jetzt auch wieder alle sagen, ach, hat schon angefangen, dass es kaputt geht. Vierte habe ich vergessen. Und dann in China gibt es auch noch drei große Firmen, die sind eigentlich genau so, aber halt staatlich nochmal anders reguliert. Vielleicht auch ein bisschen mehr gepusht, weiß man nicht. Russland, keine Ahnung, habe ich überhaupt keine Markteinsicht, überhaupt gar nicht. Aber das sind die neuen heißen Scheißmarken. Warum? Weil die es schaffen, digitale Services anzubieten. Also nicht zwangsläufig nur Produkte, sondern sie sind immer im steten Wandel. Und jetzt kommt's. Produkt ist theoretisch auch noch da, ja? Hier nämlich, da. Also, ne, weil wir ja hier im Führungsworkshop sind, nenne ich es Product. Product. Ja? Also das ist das Alte. Theoretisch, wenn man möchte, könnte man hier eine kleine Pyramide reinzeichnen. Da. Aber die Pyramide ist nicht mehr alleine da. Nee, es gibt was Neues. Nämlich hier oben. Dieser Punkt. Und der nennt sich Innovation. Ha, Innovation. Muss ich gleich definieren, ansonsten rafft man dieses Bild überhaupt nicht. Hier unten, ganz neuer Punkt. Wurde früher immer unterschätzt, wird bei uns zum Beispiel auch mega unterschätzt hier bei Rocket Beans. Also mega, weil es auch so, ist auch kompliziert, ist auch echt so mit Zahlen, scheiße. Analysis auf Englisch, was zu Deutsch heißt Analyse. Vielleicht auch eine Rückbetrachtung oder sowas in der Art. Und jetzt kommt's, ne? Ihr seht ja auch schon die Pfeile, das ist total krass, theoretisch. Und das ist so eine neue Art und Weise. Agil nennt man das auch. Es ist ein Kreis, der nicht aufhört. Verrückt, oder? Jemand hat eine Idee. In der Firma zum Beispiel für ein Produkt oder ein Prozess. Das ist ein Prozess. Bild. Hier fängt es an, ja? Und man sagt, ey, ich habe eine richtig geile Idee. Chat, haut mal eine Idee raus. Ich warte jetzt. Ich brauche eine Idee für Innovation. Bitte. Jetzt müssen wir natürlich noch, oh, dieser Delay, den müssen wir warten. Ich war mitten im Flow gerade. Ja. Ich warte. Ja. Kaffee. Fluoreszierende Popel. Okay. Ich nehm die fluoreszierende Popel. Das ist nicht sehr innovativ, also es ist jetzt auch eine Bullshit-Idee. Aber Bullshit-Ideen, pass mal auf. Fluoreszierende Popel wurde mir gerade im Chat als eine Innovation genannt. Also Popel, die leuchten. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist vollkommen irrelevant, weil es geht hier nicht um die Idee an sich, sondern um den Prozess des Ganzen. So, das heißt, hier haben wir den Popel. Das ist ein riesengroßer fluoreszierender Popel. Ja? Ich nenne ihn jetzt auch, was heißt Popel auf Englisch? Was heißt Popel auf Englisch? Wie bitte? Popel auf Englisch. Buga. Danke. Buga. Ich ergänze das Ganze jetzt mal. Das heißt fluoreszierender Buga. Fluoreszenden Buga. Also ist es der Fluga. Okay, das ist jetzt eure Idee, eure Innovation. Okay, jetzt kommt's auf den Prozess zurück. Ja, Chat hilft gar nicht, auch wenn ihr euch selber wieder abfeiert. Innovation, Fluga. Fluga ist eine geile Idee. Und man denkt sich, okay, ey, ich persönlich glaube, das ist eine gute Idee. Dann geht es theoretisch, wenn man auch sowas hat wie eine Infrastruktur, natürlich auch Investitionsmasse, Geld, Budget für so einen Scheiß, dann wird dieser Fluga tatsächlich gebaut. In welchem Stadium auch immer. Ist egal.
Die Pre-Alpha sozusagen. Es wird weitergedacht und es wird produziert. Es entsteht ein erstes Product vom Fluger. Also sozusagen Fluger 0.0.1 Alpha. Dieses Produkt wird theoretisch irgendwo getestet und rausgehauen. Vielleicht in Schweden oder in kleinen Ländern, wo man weiß, dass anhand der kleinen Bevölkerung und den damit einhergehenden festen Zahlen und so, wie teuer was ist und so ein Scheiß, da kann man es besser analysieren. Es geht dann nämlich hier in die Analyse und die Analyse sagt, ey, ganz ehrlich, fuck off, Fluger ist eine richtig scheiß Idee. Kann ich meine Miete nicht mitbezahlen? Und Innovation denkt sich dann, ja, scheiße, dann doch Sexroboter. War auch ein Vorschlag von euch. Prozessmanagement nennt man das, sehr verehrte Damen und Herren. Und theoretisch, nur vom Grundsatz her, es ist nicht top-down, ja, sondern es ist zirkular. Das heißt, theoretisch, wenn Fluger jetzt vorbei ist und wir streichen das durch, dann kommt die nächste Idee auf Basis der Analyse und es wird ein weiterer Kreis vollendet. Und dann wird dann nochmal ein weiterer Kreis vollendet und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein fließender Prozess des Ganzen. Diese Bewegung, ja, laber nicht, ist eigentlich, ja, mach mal weiter, bau mal länger da dran. Mach den Prozess noch effizienter, schneller, besser, wie auch immer. Und dagegen, und jetzt male ich hier einfach drüber, neu versus alt, ist eh jetzt egal, wie das hier aufgemalt ist. Ne? Hier, Paul, du musst das wegmachen, dieses Gesicht, ich brauch Platz. Danke. Ja, gut. Das hier ist viel moderner, weil in unserer heutigen Zeit ist der Informationsgehalt und die Kommunikationsgeschwindigkeit, zumindest nicht überall, aber weltweit schon recht weit gesehen, ist anders als früher. Das hier hört nicht auf, theoretisch, wenn man ein Budget hat. Das hier kann immer weitergehen, je nachdem, ob ein Produkt oder halt ein Prozess auch wirklich gut funktioniert. Die Kommunikation des Ganzen, es gibt eine interne Kommunikation und eine externe Kommunikation. Weil das Ding hier, das soll ja irgendwann nach draußen gehen. Und versteht Produkt jetzt nicht falsch. Produkt kann auch sein Plattform. Zum Beispiel Plattform. Was meine ich mit Plattform? Soziale Medien zum Beispiel. Facebook ist eine Plattform. Twitter ist eine Plattform zum Beispiel. Aber auch, da kennen sich viele von uns aus, ein Videospiel. Ist auch ein Produkt natürlich, aber es muss ja auch weiterentwickelt werden. Ne? Jetzt nur ein Spiel raushauen, ist vielleicht nicht mehr so zeitgemäß. Und dann der Day-One-Patch sozusagen, der ist ja schon integriert in vielen Sachen. Das Alte dagegen ist ein falsche Farbe. Grün ist alt. Grün ist nicht die Farbe der fucking Hoffnung, grün ist alt, hier, heute. So, grün ist jetzt folgendes, ne? Und da können wir auch einfach mal auch die Schwerkraft und die Physik mit reinrechnen. Wenn es immer nur nach oben und nach unten geht, die ganze Zeit, dann müsste man theoretisch im Sinne der Physik, müsste man einen Prozess entwickeln, und da ist auch wieder das Wort Prozess, ja? Ich mal mal ein kompliziertes Bild auf. Fuck, da unten sieht man es nicht. Ich muss es neu machen. Das hier ist theoretisch schwer zu handeln. Ein Kreis ist einfacher wie die Gravitation, aber alt, also hier die Pyramide, ne, wo oben entschieden wird, top-down, es geht nach unten und unten baut etwas und es geht nach oben. Also wenn man hier die Analyse zum Beispiel hier reinsetzt, Analyse, ja, hier ist Innovation, also oben, ach, man sieht es gar nicht mehr, ne? Ja, ist egal. Und unten ist dann Produkt, genau. Produkt. So könnte man das theoretisch heutzutage auch verstehen. Also die Pyramide könnte auch aufgeteilt sein auf diese drei Felder. Aber die Innovation entscheidet immer von oben nach unten. Ey, das ist nicht so geil. Und jetzt pass mal auf, ne? Wenn man denn, und das ist mega krass, wenn man immer wieder im Prozess, ja, also das heißt hier Prozess, oder auf Englisch Process, ja, immer nur von top down, von oben, und dann wird es nach oben wieder zurückgespielt und hier und so. Ich komme gleich dazu. Ihr werdet denken, wow, geil, ey. Das hat überhaupt nichts, macht überhaupt keinen Sinn. Pass mal auf. Dann müsste man theoretisch Folgendes hinkriegen. Damit es klappt. Ja. Krasse Scheiße, ne? Diese komische Welle ermöglicht überhaupt in einem Firmenkonstrukt die Oszillation der Arbeit. Das bedeutet den Fortbetrag. Und das hier, das ist die Arbeitszeit. Das ist das, wo gemalocht wird.
Also es wird auch da oben und da unten wird theoretisch auch mal lobt, aber das hier, also diese Linie, die Oszillation des Ganzen, eine Sinuskurve, genau, Chat, richtig erkannt, ist die eigentliche Arbeit. Aber das ist halt, es ist nicht so geil wie ein Kreis. Also, weißt du, Pyramide ist kleiner als Kreis. Das ist meine Konklusion daran. Was labert er, fragt Nico. Ja. Ja. Selbst wenn nur ja. Chat ist abgefahren. Ja. Einige Leute von euch, weißt du, eure Kinder werden es verstehen vielleicht. Ihr seid die ihr meckert, vielleicht seid ihr die Alten, vielleicht seid ihr die Pyramide. Vielleicht glaubt ihr, ihr müsstet von oben immer nach unten alles bestimmen und unten hier, ne, müssten alle irgendwie immer alles regeln für euch. Seht euch vor, Zeit ist vorbei, aus meiner Sicht. Agiles Management, meine Freunde, das ist der neue heiße Scheiß. So. Haben wir was gelernt, glaube ich. Also ich habe sehr viel gelernt, richtig viel gelernt. Alter, Paul, hast du deinen leeren Stuhl in den Stream gepackt, wie du gähnst? Nein. Alter, ist ja unfassbar. Ist ja echt unfassbar. Nee, Thema Mobbing schreibe ich jetzt nicht drauf. Ich gebe dir nicht recht. So ein Scheiß. So. Ja, die Musik nervt jetzt auch tierisch. Die hat mich auch mega aus dem Konzept gebracht. Eigentlich war das alles weißt du, Selbstzufriedenheit. Man muss auch Fehler gestehen. Das, was in manchen Kalendern drin steht, steht inzwischen auch in großen Businessbüchern drin. Nämlich, man muss auch Fehler machen, ne? Ja. Weil aus Fehlern lernt man bekanntermaßen. So. Das ist zumindest etwas, was ich mal gelernt habe. Weil ich sehr viele Fehler mache. Auch immer noch. Weil mir das ja jemand gesagt hat, warum sollte ich keine Fehler mehr machen? Das ist doch absurd, wenn das auf so vielen Kalendern steht, dann kann ich auch mal mehr Fehler machen. Oh, jetzt gehen wir zusammen hier ins Internet. Wieso ist denn das so dunkel, verdammte Scheiße? Hier, mach ich mal. Sagst du Bescheid, wenn's. Ist angepasst? Keine Ahnung, ja. Ja. Fluger, sag ich nur dazu. So, jetzt machen wir mal ernst, ne? Jetzt machen wir mal ernst hier. Guck mal, jetzt kommt mal auf Internetseite hier Slideshare. Kommt mal mit drauf. Paul, kannst du. Heute, durch die 60-Frames-Umstellung funktioniert gerade unser Stream Deck nicht, sonst hätte ich das hier alles so vollkommen alleine wegrocken können. Aber geht halt gerade nicht, leider. Ist nicht so schlimm. Mr. Paulemann, kannst du auf den Computer bitte schalten? Prozessmanagement nennt man das. Alter, ich Vollidiot, ich hab doch meinen Rechner jetzt. Hä? Das sind schöne Bilder, ne? Das finde ich schon schöne Bilder. Das ist ja richtig gut. So, pass auf. Weil hier habe ich nämlich auch schon was vorbereitet. Also, was passiert, wenn man sich irgendwie auf Themen vorbereiten möchte? Man geht ins Internet. Und die meisten Leute, und das ist auch oldschool, das ist die Pyramide wieder, gehen zu Google und suchen da irgendwie. Aber die neuen krassen Leute, die gehen halt zu Slideshare. Weil Slideshare, eine richtig krasse Community. Und was ich jetzt mache, ist, ich zeige euch einfach mal, was andere Leute zu dem Thema Leadership, also Führung, alles rausgehauen haben. Ich habe sie mir selber nicht angeguckt. Ich habe ja gesagt, wir machen das zusammen. Das ist jetzt von 2009. Also nicht so lange her. Also 9 Jahre. Ich finde, das ist alles noch in Ordnung. Die Zeit bewegt sich ja recht schnell, aber ich finde, 9 Jahre ist nichts. Also ich meine, wer von euch ist noch 9 Jahre alt? Ihr wisst, die 9-Jährigen heutzutage sagen auch so, boah, hey, wo ist mein Leben hin? Chill mal deine Base, sagen die dann immer. Also, gucken wir uns jetzt mal Leadership A to Z an. Ich muss einmal kurz gucken, ich muss ja auch eine Referenz bringen. Mach ich gleich. Also, 23 Slides, jetzt geht's ab, passt auf. What are the types of leaders? Es gibt
politische Führer, es gibt Unionsführer, es gibt soziale Führer, es gibt religiöse Führer, es gibt Sportführer und es gibt Organisationsführer und es gibt Familienoberhauptvögel. Dieses Ding scheint sich auf die Führungskräfte von Organisationen zu konzentrieren. Also, was ist überhaupt eine Organisation? Man muss erstmal einen Kontext setzen, damit ihr überhaupt rafft, was dieses Machtwerk von 2009 überhaupt adressiert. Und das ist eher etwas, was Führungskräfte immer machen sollten. Die Kontextualisierung ist das Allerwichtigste, weil Probleme können erst dann gelöst werden, wenn der Kontext, das bedeutet die Regeln, das Umfeld geklärt sind. So, also, what is an organization? Input, people, technology, money. Da seht ihr es, knallhart. Und dazwischen gibt es Regeln und Regulationen. Regeln gelten für alle, theoretisch, und Regulationen werden von Leuten, das interpretiere ich jetzt rein, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt daraus dann ein Objective, also eine Quest raus. Ja? Das ist der Output des Ganzen. So, eine Organisation arbeitet immer für eine Aufgabe. Menschen are the center force of effectiveness of an organization. But people have to work in group. Every member of the group must contribute for achievement of organizational goals. Paul. Every member of the group is a different human being having his own perceptions. Ja, das kann ich bestätigen. Here comes role of a leader to engage everyone for achievement of organizational goals. Also wer jetzt kein Englisch reden kann, hat ist halt 9 von euch. Ich mache das auf Englisch. Also das Vorlesen mache ich auf Englisch. Kontext, ne? Kontext. Also, jetzt geht's los. Leadership Definition. Alter, sieht das geil aus. It is a process of influencing people for achievement of certain goals in a given situation. In a given situation, das ist das, was ich mit Kontext meine. Das ist das, ich habe das halt anders genannt, weil ich das nicht auf Englisch gesagt habe. It is directing people to achieve certain tasks. Task. Also Einzahl, also nur eine. Ein scheinbar. Okay. Da also sind eigentlich per se, wenn man jetzt nur bei dem Wording bleibt, sagt diese Person, dessen Namen ich gleich noch nenne, alle Influencer sind Leader. Basic elements for a leader. A leader has to influence behavior of others. The purpose is to achieve some task or goal. Okay. Also muss ein... Hallo Florian Martin. Ich muss das transferieren. Ich muss es prozessieren erstmal. Ich muss es erstmal auf Deutsch übersetzen, weil das ist meine Muttersprache. Eine Führungspersönlichkeit obliegt die Aufgabe innerhalb einer Organisation als Element der Basis der Organisations führenden Fähigkeiten einer Führungskraft, das Verhalten von anderen zu beeinflussen. Das lese ich jetzt persönlich als damalige Führungskraft aus diesem ersten Punkt heraus. Und die Aufgabe ist dann Sachen, ein Ziel oder ein Ziel zu achieven, to achieve heißt zu erreichen. Erreichen. Geil. Ja, Paul. Ja, was ist los, ey? Echt. Mann. Was ist der Unterschied zwischen Task or Goal? Könnte man, mache ich ein eigenes Hangy-Session draus. Also, da kann man richtig lang drüber reden, weil das ist, da geht's, müssen wir in die Worthygiene rein und in die Definition und generell ganz weit zurück in die Entwicklung der Sprache. Aber das ist ein anderes Thema für Führungskräfte, aber nicht minder interessant, muss man an der Stelle auch sagen. Difference between a leader and a boss. Whoa, die Boss-Transformation. A boss tells what to do, relies on authority, drives his men, delegates responsibility, shows who is wrong, demands respect, production is production-orientated, and he blames others for failures. And he believes in I. Das ist ein Boss, ist also die Pyramide. Wenn ihr tatsächlich so auch
noch dabei seid vom Anfang an, von können wir immer hier nochmal hier auf die GoPro schalten, Paul. Wenn ihr da, gut, das reicht. Ein Führer wiederum oder eine Führungspersönlichkeit tells why to do and how to do. Depends on goodwill. Es gibt ja Visionen, ja, wie zum Beispiel von Disney, also eine Firmenvision, ja, make people happy zum Beispiel. Oder was habe ich damals auch gelernt, bei Google war das irgendwie zum Beispiel, don't do evil ist eine der Hauptwerte von Google. Zeit hat alle Wunden, würde ich sagen. Ja. Jetzt geht's weiter. A leader inspires his men. Frauen gibt's nicht. 2009 zumindest nicht, aber seit 2009 ist ja viel passiert in diesem Thema. Delegates authority only. Aha. Er delegiert also Autoritäten. Paul, ich lese im Chat, dass du schon wieder irgendwas machst. Das ist wichtig jetzt hier. Das ist wichtig. Das ist auch für dich wichtig, für mich auch. Für andere auch. Wir haben gar nichts gemacht. Okay. Die Lügen. Shows what is wrong, Paul. Ja. Commands respect. A leader is people orientated. Also er orientiert sich nach people. Gives all credit for all successes. Also er sagt auch mal gut gemacht. Für dass ihr geilen Scheiß gemacht habt. Und he believes in a we. Oh, jetzt geht's ab, ey. Check das mal. Leadership Functions. Da sind sie wieder, ne? So, the role of a leader. Achieving the task, building a maintaining team, developing the individual. Das ist knallhart, ey. Das ist echt, ja. Paul, was ist, guck mal, wenn du bist jetzt in der Regie, Paul, ja, und du bist jetzt Führungspersönlichkeit. Was ist denn dein Task, das du achieven musst jetzt? Gut, machen wir weiter. Leadership Functions, habe ich mir gemerkt. Leadership Functions. Defining the task. Siehst du? Erstmal muss man, ist ja auch gemein, wenn man dann auch direkt reingeht. Das ist nicht, ja. Werbung bitte, bis ihr eingepennt ist. Ihr seid so geil, Chat. Ja, vielleicht solltet ihr auch besser zuhören. Vielleicht lernt ihr was daraus. Planning, Briefing, Controlling, Evaluating, Motivating, Organizing, Providing an Example. Shit. Ich will, dass du eine tolle Sendung machst. Das ist mein Ziel. Dass du eine tolle Sendung machst. Das ist eine gute Aufgabe. Das ist eine richtig gute Aufgabe. Okay, und jetzt Building and Maintaining a Team. Zeig mir mal, hast du schon ein Team aufgebaut da drüben? Jetzt hast du Leute um dich? Gut. Ja. Ja, okay. Damit steht und fällt leider auch der dritte Punkt hier in diesem Bild, nämlich developing the individual. Also das heißt, du könntest als Führer maximal dich selber entwickeln, weil du bist alleine. There is no we in the Regie, muss man an der Stelle sagen. Und ja, scheiße. Das ist für uns beide nicht gut, Paul, dann, wenn du das als Aufgabe hast. Ja, machen wir weiter. Komm. Defining the task. Also definieren wir doch mal die Aufgabe an sich, die Idee einer Aufgabe. Das ist jetzt also. Eine Aufgabe ist etwas, das es zu erledigen gilt. Oder man sollte es erledigen. Ja, also es muss klar sein, es muss konkret sein. Ich denke gerade über den Unterschied zwischen clear und concrete nach. Wer ist da? Komm rein. Dennis, was ist der Unterschied zwischen clear und concrete auf Englisch? Also was verstehst du darunter? Concrete ist Beton und clear ist klar, oder was? Habe ich auch gedacht, aber das ist im Kontext von hier Führungsshit. Ich mache einen Führungsworkshop, also eine Vorbereitung. Ach so. Ja, dann Beton hart, Alter. Da kannst du nicht dran rütteln, concrete. Also das heißt, was? Auf einer Seite muss eine Aufgabe durchsichtig sein, also weil es muss transparent sein. Auf anderen Seite muss sie fucking Beton sein, also concrete. Also da muss man auch, wenn man drauf fällt, echt Zähne verlieren. Oder kann es sein, dass konkret einfach auf Englisch concrete heißt? Ja, aber was heißt denn konkret? Konkret, eindeutig. Ja, aber warum steht da clear? Keine Ahnung, weil sie wollten... Weil auf Deutsch ist klar, ist doch auch... Nein, das habe ich nicht gemacht. Okay, vielleicht wollten die 6 Punkte haben und haben einen gesucht und haben dann 2 einen doppelt genommen oder so. Clear, concrete.
Ja, time-bound, also es muss zeitlich begrenzt sein. Ne? Das habe ich jetzt daraus übersetzt. Ja. Es muss realistisch sein. So ein Quatsch, das so ein Quatsch. Ey, das ist, ja. Es muss challenging sein, also hier auffordern oder so, ne? So, oder was? Ja. Worum geht's denn? Es geht ich habe einen Führungsworkshop gemacht. Hier, siehst du da doch. Ach, Alter, du hast einen Flipchart. Also, ja. Bist du bekloppt? Nee, ist richtig geil, ey. Ist richtig, der Chat liebt es. Der Chat schreibt immer Werbung. Mach ja nicht Werbung, weil. Ja. Nicht schlecht. Okay, und was ist das? Stringtheorie oder? Nee, das ist Top-Down ist das. Also, das ist der Vergleich von alten Arbeitsmechanismen hin zu neuen Arbeitsmechanismen. Okay. Und gleich gehe ich auf den Balkon und verbrenne alles. Alter, sag Bescheid, dann bin ich dabei. Alles klar. Ja. Hast du gemerkt, dass ich den Aschenbecher da hinten, der ist letztens fast abgebrannt, das ganze Haus wird fast abgebrannt. Echt jetzt? Ja, musst du dir das Ding mal angucken. Irgendwer hat eine Zigarette reingeschmissen und das Ding ist weggeglüht. Ey, ich weiß, wer das ist. Ja? Ja, ja. Das gibt's ja gar nicht. Ich weiß, wer das ist, aber dieses Ding hat mir gesagt, ich soll jetzt nicht, also wenn du Oldschool wäre Boss und der haut halt drauf und sagt halt, hey, du hast einen Fehler gemacht. Mhm. Aber die neuen Führungskräfte, die machen sowas gar nicht mehr. Das heißt, ich weiß, wer das war, ich weiß, dass der das immer macht, aber was soll ich jetzt machen? Ich darf ja nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht, ja, ich weiß auch nicht. Was macht man denn dann jetzt? Nichts, vielleicht einen richtig geilen, feuerfeste Gegenstände da oben, irgendwie sowas in der Richtung. Feuerfeste Gegenstände. Ich wollte eigentlich nur meinen Computer da holen, Budi. Ja, dann hol mal deinen Computer. Mach mal, ne? Ja, hol doch mal deinen Computer da. Okay, dann lege ich das aber mal ab. Ja, machst du prima. Dennis, habe ich auch gelernt, man muss immer loben. Immer loben, ne? Und du hast mir echt geholfen. Also ich weiß, das ist gut. Ja, nee, Beton und Glas ist gut. Was ist los mit dir? Habe ich dir das durcheinander gebracht? Nicht mehr als vorher. Nicht mehr als vorher. Ich mache jetzt weiter. Der Chat weiß, Dankeschön. Tschüss, Dennis. Tschüss. Tschüss. Nee, warte, geht das? Warte. Alter, der Dennis hat Skills, ey, ohne Scheiß. Er hat gerade Tür, er hat alle Hände voll. Multitasking, Alter. So, zurück zum Vortrag. Jetzt ist der ganze Vortrag zerstört. Alter, Isooli, hast du noch nie einen richtig guten Vortrag mitbekommen? Es geht darum, den Prozess zu ermitteln und Leute zu motivieren, in dem Prozess dabei zu sein und dass sie nicht abgelenkt sind und die ganze Zeit in den fucking Chat schreiben. Zum Beispiel, nur als Beispiel. So. Jetzt sind wir wieder zurück. Ihr seid alle mit dabei. Heute ist der Tag, an dem ihr richtig motiviert weiter vor eurem Rechner sitzen bleibt. Nach dieser Sendung. Mehr kann ich nicht anbieten. Das ist meine Aufgabe. Ja. Ey, Hannes! Sag mal, kann es sein, dass es vielleicht letztes Mal hier auf dem Balkon ein bisschen gebrannt hat? Vielleicht? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Hier kann man nicht durch. Doch, kannst du doch. Geh doch dahin. Ja, aber du hast dich hier so fett gemacht. Du kannst doch einfach das Ding wegpacken. Kannst du einfach... Ey, hast du Bock, also man sieht uns nicht, aber hast du Bock, über das Thema Führung mit mir zu sprechen? Hier, jetzt? Ja, ja, ist live jetzt. Ja, nee. Aber du bist doch eine Führungspersönlichkeit. Bist du nächste Woche bei dem Workshop dabei eigentlich? Den bereite ich gerade vor. Ist richtig geil. Mach ich live halt jetzt. Ja. Nee, ja, dann geht. Ich muss Shit machen. Er muss Shit machen. Ja. Gregor, was geht denn, ey? Wieso bist du bist geschminkt? Ja, vielleicht fehlt irgendwas. Na, was geht denn? Finale, ich habe dir das halbe Finale geguckt. War gut, sehr gut. Du hast es geguckt? Aber nur halb. Also, ich muss es noch zu Ende gucken. Ja, macht nichts. Kann man sich ja gerne auch aufsparen. Aber ey, das Nerdquiz kannst du auch schauen. Ey, ja, ich meine den Nerdquiz, ey. Ich weiß. Okay, drehst du für, oder was? Vielleicht. Geil. Vielleicht bin ich aber auch nur sexy heute, ich weiß es nicht. Wieso nur heute? Was spielst du denn gerade? Ich spiele gar nichts. Warum denken immer alle Leute, dass hier nur gespielt wird? Ach, weil hier meistens nur gespielt wird. Nein, Alter, guck mal hier, was ich mache, das ist richtig geil. Defining the task. Hier, Paul, hit it. Hier, da, Defining the Task. Also das sieht mehr aus wie ein Spiel, muss ich sagen. Ganz im Ernst. Das ist ein Kackspiel aus 2009 dann. Ist nein. Kann man heute noch ironische Comic Sans benutzen oder ist das auch schon passiert? Das ist eine Präsentation über modernes Führungs. Ah, ich kann weder modern noch Führung. Also. Das dafür siehst du sexy aus. Ja, das stimmt, das kann ich. Rudi, ja. Mach ruhig weiter. Ich wollte mit dir eh nachher noch quatschen, aber mach erst mal dein Business. Ja, Gregor ist ein Nekromant. Ich habe nur was vorgelesen, was ich gelesen habe. Ja. So. Und die schreiben ja alle irgendwie, erlöse uns irgendwie. Erlöse uns. Ja. Das ist der Budi-Führungssimulator. Ja, das ritze ich mir dann so in die Brust rein. Erlöse uns.
und laufe dann. Ich habe zu viel Far Cry gespielt. Du hast wirklich zu viel Far Cry gespielt. Das stimmt. Also viel Spaß noch. Tschüss, Gregor. Klare Ansagen und konkrete Ziele, ey. Weißt du, Leute, wenn ihr immer nur denkt, dass irgendwelche PowerPoint-Präsentationen von 2009 euch wirklich weiterhelfen, dann habt ihr ein Problem. Ich bin schon längst 2011. Dann machen wir trotzdem mit 2009 weiter, damit eure Gehirne nicht explodieren. Also, Defining the Task wissen wir. Wir wissen, es muss glasklar sein, also transparent, durchsichtig. Es muss konkret sein, zu Deutsch Beton. Es muss betonhart sein, es muss zeitgebunden sein. Paul, bist du tot oder bist du noch da? Kannst du wieder auf dieses... Paul? Fuck, Paul, da ist er. Nee, da. Er lebt noch. Mach mal, kannst du bitte wieder das... Ja, geil. Es muss realistisch sein. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die Aufgabe sich selber definiert als, ey, lass uns mal einen Live-Sender machen. Es muss challenging sein. Das ist okay, das können wir machen. Und es muss capable of evaluation sein, Evaluation sein. Das bedeutet, es muss eine Analyse, eine Evaluation standhalten können. Ja. Machen wir weiter. Planning. Es ist auch echt ein bisschen langweilig jetzt. Ich überlege gerade, ob ich hier, da, guck. Need theory of motivation. Also, es gibt überhaupt erstmal ein Bedürfnis, a need, ja. Das wiederum geht rüber zu dem, was heißt Drive auf Englisch? Also Bewegung? Drive, ja. Move, Drive. Was heißt denn das nochmal, Drive? Matze! Wie würdest du Drive auf Deutsch übersetzen? Antrieb, geiler Typ, ey. Ja. Der Matze, der hatte auch, Matze hat auch schon geführt, richtig sogar. Ja. Also, man hat das Bedürfnis. Das Bedürfnis führt einem wiederum zu dem Antrieb, genau dieses Bedürfnis auch zu erfüllen. Daraus wiederum gibt es Aktionen. Das heißt, diese Aktionen, wie was brauche ich, um mein Ding zu erfüllen, den Antrieb ist zu erfüllen, aber auch Aktionen, die man braucht. Und die sind zielorientiert. Ja, man muss sich dann, das ist dann vielleicht so die Liste, die man sich aufschreibt oder wie auch immer, und wenn man die dann halt vollzieht, dann gibt es eine Satisfaction, also eine Zufriedenheit. Und dann geht's wieder von vorne, weil niemand ist fucking immer zufrieden. Wer nur zufrieden ist, fuck him, glaubt ihm auf keinen Fall. Nee, das stimmt nicht. Das kann gar nicht sein. Niemand ist immer zufrieden, ganz ehrlich. Irgendwas stimmt nicht, wenn jemand zufrieden ist. So, es gibt, ach Gott, das geht voll weiter, ey. How to deliver ourselves as leader. So, das mache ich jetzt noch, weil ich verstehe dieses Bild auch wirklich überhaupt nicht. Was ist das? Was ist das für ein Bild hier? Da. Was soll das? Das sieht aus wie ein Teufel. Seht ihr das? So Augen. Es ist bösartig. Es soll vielleicht eine Krone sein, aber es ist ein böswilliges, grinsendes Fratzengesicht. Also wenn fuck. Ja, es soll eine Krone sein, ja, Chat, aber es sieht halt einfach nicht aus wie eine Krone, sondern wie ein Monster-Fratzen-Gesicht. Ja, also, ich lese es trotzdem nochmal vor. How to develop ourselves as a leader. Be prepared to take charge. Willingness to take responsibility. Das bedeutet, be prepared to take charge. Willingness to take responsibility. Das bedeutet das. Dann, show your concern. Ne? Also, der muss bestenfalls eigentlich auch dann echt sein. Das bedeutet, wenn man concern heißt, Beteiligung. Ja. Man will ja beteiligt sein als Leader. Will man ja eigentlich. Trust your subordinates. Fucking hier nicht möglich, Alter. Share responsibility. Das heißt, Verantwortung auch teilen. Nicht immer nur bunkern. Nicht immer nur alleine. Frutis kann kein Englisch, aber sein scheiß Name ist Frutis oder was? Oder ist es, oder mache ich das jetzt falsch im Chat? Heißt der Fruitices? Lächerlich, ey. So. Involve people. Fruitices. Das bedeutet, zu Deutsch, involviere Menschen. Aus dem Lateinischen involvare. Jetzt kommt's. Und das ist es, ne? Ich habe den nächsten Punkt schon vorausgedacht. Invite dissent. Das heißt, ich führe die Leute, die etwas dagegen haben, die lade ich aber auch ein. Kritik ist gut. Ja. Ja. Jilo Lied ist sehr verwirrt, seitdem die Sendung angefangen hat. Gebe ich, ja, selbst schuld. Weiter geht's. Follow Chunkyaniti.
Was? Ich bin mir nicht sicher, ob ich aus Versehen irgendwas ganz Schwieriges. Wer ist Chanakya? Habe ich irgendwas Schlimmes? Fuck. Do your research before you do research. Weiß ich nicht. Encourage risk. Try to simplify the task. Take initiative. Be an expert. Und das ist halt so 2009, weil be an expert ist, nee. Nee, die anderen, deine Kollegen, das müssen die Experten sein. Du selber nicht. Deswegen, das meinte ich mit, wenn ihr richtig aufgepasst habt, das ist schon 2009, das ist alter Scheißkäse. 2011 ist der neue heiße Scheiß. Okay, ich glaube, ich kann dem Chat nicht trauen, wenn die schreiben, was Chunkia ist. Also, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Sorge, was hier weitergeht. Be a leader. Enlighten yourself and those around you. Was ein geiles Bild. So, das war's also, oder was? So, be a pro. Das ist von Thanks and Regards, Mitesh. Mitesh. Vacharayani. Okay. Legion schreibt geschafft. Fuck off, ich habe noch ganz viele andere vorbereitet. Das hört, Alter, hier, guck, das moderne Mitarbeitergespräch. Wie wär's denn damit? Vielleicht müssen wir, fängt das an. Das hat auch 26 Seiten. Oder pass auf, Digital Leadership. Wie wär's denn damit jetzt? 45 Seiten. Wollen wir das nicht vielleicht mal? Chanakya gleich Lehrer. Dem Herrn Taten, glaube ich. So. Oder hier, von der Leuphana, Lüneburg. Ganz frisch, ganz wichtig, digital, richtig steil gegangen. Lüneburg hat es gerallt. Digital ist der neue heiße Scheiß. Es war so toll, dass sie 2009 vielleicht sogar, weiß ich nicht, kam sogar die Kanzlerin rum, hat gesagt, Leuphana, die Universität Lüneburg, ist so digital, dass sie sich sogar einen neuen Namen gegeben haben. Wow. Also das wäre jetzt zum Beispiel Distance Leadership, mobile Mitarbeit richtig führen. Mitarbeiter. So. Ey, hier, digitale Transformation and Leadership. Komm, da mach ich nochmal rein mit so einem Bild hier. Und wo bleiben die Kulturbetriebe? Wo bleiben eigentlich fucking nochmal die Kulturbetriebe? Ja. Die Entwicklung im Bereich digitaler Technologien verändern das Fundament jedes Unternehmens und haben Auswirkungen auf Strategie, Struktur, Kultur und Prozesse. Ja. Nichts anderes habe ich vorher auch gesagt. Muss man an der Stelle jetzt auch mal fairerweise sagen, nur dass ich hier bin und nicht irgendein Stock-Footage-Scheiß-Foto benutzt habe. Also das möchte ich an der Stelle auch noch mal ganz kurz klarstellen. Hier, wer kennt ihn nicht? Deloette? So, lassen wir das. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Wie spät ist denn das jetzt? Es ist schon 12:30. Okay, fuck off, ich höre jetzt auf. Ich habe wirklich eine Stunde lang so verbracht, Paul, oder was? Vielleicht doch was zocken oder wie? Ja. Mach doch. Ja, ich überlege gerade laut, ne? So, also, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch tatsächlich zugeguckt haben. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen zugucken und zuhören. Ne? Es gibt das eine zuhören und das andere zuhören. Natürlich weiß ich, dass da draußen auch viele Leute sind, die ernst, gewissenhaft zugehört haben und den Kern dieser Botschaft und dieser letzten 60 Minuten ernsthaft verstanden haben, die jetzt wirklich da sitzen und sagen, jo, alles klar, habe ich verstanden. Auf der Metaebene ist das ein gutes Thema, ist ein wichtiges Thema. Mensch, diese Rocket Beans, die packen es richtig an. Die sind nicht nur am Daddeln, die arbeiten auch richtig im Hintergrund hier an den richtigen harten Themen und haben auch die richtigen Leute dafür und haben auch die richtige Internetseite dafür gefunden und auch die richtige Recherche mit Skills. Aber für die Leute, die jetzt zum Beispiel hier im Chat immer schreiben, Werbung bitte, weil die auf Klo müssen, geh doch einfach zum Klo. Be yourself a leader. And a subordinate. Manchmal. Oh, das ist gut. Wie viele von euch haben wirklich zugehört? Paul, du bist der Allergeilste, ey. Du bist einfach wirklich bitte. Es ist so super. Es ist. Guck mal. Es ist so gut. Es ist so gut. Ich freue mich. Ja, zum Abklang mache ich noch ein bisschen Musik. Das ist nämlich wichtig. Und dann resümieren wir nämlich noch einmal. Resümieren wir nochmal. Ich kann übrigens, also das ist jetzt kein Witz, ich kann immer wieder Leuten auch empfehlen, im Netz nach Statistiken zu gucken. Ich weiß, ey, Statistiken denken viele irgendwie und so, aber ey, es gibt Statistiken, die sind ganz, ganz, ganz spannend. Die sind ganz wahnsinnig spannend manchmal. Ich weiß auch nicht, was passiert ist und warum ich irgendwann angefangen habe,
anstatt Videospiele zu spielen, mir manchmal irgendwelche komischen Statistiken reinzuziehen. Ich weiß wirklich, ernsthaft, ich weiß nicht, wann das passiert ist und warum. Aber es ist passiert und manchmal macht mir das einfach sehr viel Spaß. So, jetzt kommt noch ein bisschen Musik. Wo ist es? Ach, fuck, die Musik geht ja hier nicht. Ich Vollidiot, ey, schon wieder. Die Lernfähigkeit, Paul, oh, scheiße. Die Lernfähigkeit ist zugrunde gegangen. Da ist es doch, hier, guck mal. So, also, sehr verehrte Damen und Herren. 72% haben zugehört, 28% haben nicht zugehört. Das ist eine deutliche Mehrheit. So haben schon einige Personen es zum Beispiel zur Kanzlerschaft gebracht. Ungefähr so. Ich will das gar nicht. Nein, alles, was ich möchte, ist, ich möchte immer weiter lernen. Ich möchte mich fortbilden. Ich möchte guten Führungskräften zuhören. Ich möchte zurückspielen und agil mitwirken. Manchmal in der Innovation hast du einfach das Bild schwarz gemacht, bin ich raus? Nein, das Schwarzbild? Gerade hatte ich ein Schwarzbild, ja. Ja, ich habe gedacht, ich werde hier gemobbt. Ja. Musik passt nicht dazu. Oh shit, das ist nicht. Ich brauche. Wartet mal, das geht so nicht. Warte mal, ich muss einmal kurz ein neues. So kann ich nicht aufhören. Es muss jetzt irgendwas Motivierendes kommen. Denn das ist auch, weißt du, das findet bei vielen. Also das, was ich so tatsächlich, ich hab natürlich auch andere Sachen gefunden, so ist nicht, ne? Also ich habe jetzt, natürlich habe ich jetzt für den heutigen Zweck, habe ich sowas jetzt hier rausgesucht, irgendwie an Folien, aber es gibt auch andere Sachen, die sind gut und ich brauche irgendwas abgefahren Kitschiges jetzt gerade. Geht gleich los, wartet, ich muss hier ein bisschen. Alpha Theory ist doch. Alter, ich raste aus. Jetzt. Das ist die richtige Musik. Technologie treibt die Menschheit voran. Technologie verändert die Menschheit. In vielerlei Hinsicht. Um der Technologie Herr zu werden und nicht an sie in Zukunft zu verlieren, muss der Mensch sich weiterentwickeln. Wir müssen emotionale Werte, kulturelle Problemfelder aus Eigenständigkeit lösen können. Dafür sind neue Skills vonnöten. Heutzutage geht eine klassische hierarchische Struktur nicht mehr auf. Im Kontext der technologischen Weiterentwicklung müssen wir Menschen uns selber weiterentwickeln. Dazu sind Skills wie Zuhören wichtig. Weiß ich wirklich nicht, was noch wichtig ist. Muss noch ein bisschen recherchieren. Nächste Woche, jetzt im März, nächste Woche gibt es einen Führungsworkshop. Ich habe die große Ehre und ich darf einigen von meinen geilen Kollegen erklären, was meine Erfahrungen waren und was tatsächlich Ansichten von mir sind. Und ich habe heute alles ein bisschen spaßig gemacht. Ich glaube, das macht in diesem Kontext Sinn. Mir hat es tatsächlich sehr viel Spaß gemacht und ich komme jetzt zum Punkt. Die Welt verändert sich tatsächlich und es wird Zeit für moderne Firmen, sich anders aufzustellen, weil nur klassisch hierarchisch klappt es einfach nicht, wenn man kein klares Produkt hat. Und ihr selber seid gerade Teil des Produktes, ja, ihr als Communities. Und wir müssen uns als Rocket Beans, als Firma, als Kollektiv, als Mitarbeiter, als Kollegen, als was auch immer, müssen uns neue Wege und neue Regeln ausdenken, damit das funktionieren kann. Und das ist das, was wir versuchen herauszufinden. Das ist das, was wir bauen wollen. Und ein Endprodukt, eine hierarchische, komplett hierarchische Struktur wird bei uns nicht funktionieren. Es klappt nicht. Nicht zuletzt sind genau das die Strukturen, die wir selber immer wieder gehasst haben, wo wir selber gesagt haben, fuck off, ey, ich baue doch nicht deinen Scheiß für deine eigene Bereicherung, sondern wir wollen das Ganze prozessieren, wir wollen das Ganze irgendwie gemeinschaftlich aufbauen. Dafür aber Regeln zu finden, das ist unsere Aufgabe. Und das wird noch ein bisschen länger dauern. Dankeschön für die Zeit. Hänge Hauptzentrale. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich rede immer noch, die Musik ist aus, ist nicht so schlimm. Paul, das war ganz tolle Arbeit. Ich finde, du hast deine Aufgabe richtig gut gemeistert, Paul. Ja. There is an I in Rocket Beans and this is Paul. Geiler Typ. Jetzt geht's weiter mit Kram. Das hat mir wirklich ohne Scheiß sehr viel Spaß gemacht. Ich gehe jetzt Kaffee trinken und dann gehe ich echt arbeiten. Aber tatsächlich, vielleicht kriegt ihr jetzt gerade ein bisschen mit, was ich im Hintergrund immer so mache. Und das mache ich meistens ungefähr genauso. Das war die Hänge Hauptzentrale mit Führungsworkshop. Danke fürs Zuschauen. Bis später. Tschüss.